Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Oder schön, dass ihr wieder da seid. Seit meinem letzten Beitrag ist zugegebenermaßen viel Wasser den Rhein hinuntergelaufen. Aber wie sagt bereits der Volksmund, gut Ding will Weile haben. Diesmal geht es um Sex, Drogen und um den Pakt mit dem Leibhaftigen. Kurz gesagt, es geht um Aleister Crowley. Er, der sich selbst als der Antichrist und das große Tier 666 bezeichnete, ist und war wohl einer der schillerndsten Vertreter dieser dunklen Zünfte. Lasst uns einen Blick auf den düsteren Lebenspfad dieses Autoren, Poeten, Entdeckers, Bergsteigers, Schwarzmagiers und Mystikers werfen. Bereits zu Lebzeiten eilte ihm ein Ruf als Widerling weit voraus. Nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen, schaffte er es, sich posthum ein Denkmal in der Popkultur zu setzen. Geboren am 12. Oktober 1875 im Leamington Spa, England, als Sohn wohlhabender, strenggläubiger Eltern, bis zu seinem Todestag am 1. Dezember 1947 in Hastings, England, wo er vereinsamt und heroinsüchtig von einer Lungenentzündung dahingerafft wurde, trieb er im wahrsten Sinne des Wortes innerhalb diverser Geheimgesellschaften sein Unwesen. Edward Alexander Crowley bezeichnete sich selbst als schlimmsten Menschen der Welt. Was für eine Selbstwahrnehmung muss er wohl gehabt haben? Dass sein Einfluss bis heute andauert, lässt sich auch aber nicht nur an Künstlern wie zum Beispiel Marianna Abramovic ablesen. Ihr werde ich später noch einen Beitrag widmen. Der kleine Edward Alexander wurde in eine strenggläubige Familie hineingeboren, die sich den freikirchlichen Plymouth-Brüdern angeschlossen hatte. Die überaus strenge religiöse Regentschaft der Bruderschaft als auch seine Eltern schlugen bei ihm schnell ins Gegenteil um. So begann er sich schon früh für die Offenbarung und den Antichristen zu interessieren. Die religiöse Erziehung war also ein kompletter Fehlschlag. Was er jedoch übernahm, war das feine Getue seiner Eltern. Diese waren sehr stolz darauf, auf einen Stammbaum zurückzublicken, der sich bereits im 16. Jahrhundert in England niederließ und durch den Dichter Robert Crowley bekannt wurde. Dabei war sein Vater selbst Bierbrauer und betrieb eine Kette mit mobilen Imbissständen mit Ausschank. Dies ermöglichte dem Vater ein Leben als Lebemann bzw. verkappter Adliger. Sein Vater verstarb 1887 und die Mutter zog mit ihrem Sohn nach England zum Bruder Tom Bishop. Dieser war dann auch der neue Vormund vom heranwachsenden Aleister. Nach dem Tod seines Vaters gab sich Aleister den Quellen nach bereits voll und ganz in die Hände der Dunkelheit und des Okkultismus. In einem letzten verzweifelten Versuch, die religiöse Indoktrinierung ihres Sohnes doch noch zum Erfolg zu machen, schob sie ihren Sprössling im Alter von 13 Jahren auf ein streng gläubiges religiöses Internat ab. Gewalt war hier ein Mittel zur Wahl, unter der junge Aleister sehr zu leiden hatte. Er durfte diesen Hort der Fröhlichkeit und Frömmlichkeit erst verlassen, als man ihm vorwarf, einen Mitschüler homosexuell belästigt zu haben. Ob dies mit zu seiner bisexuellen Neigung beitrug? Es wird auch berichtet, dass er selbst Sex nur als Mittel zum Zweck gesehen hatte. Demnach waren ihm seine wechselnden Partner völlig egal, wie wir später noch sehen werden. Nach dem Rauswurf aus dem Internat folgte der Unterricht zu Hause, was die Sache auch nicht besser machte. Sein Lieblingshauslehrer soll ihn dann früh hinter dem Rücken der Familie mit Tabak, Alkohol, Glücksspiel und Frauen in Kontakt gebracht haben. Von einem dieser Rotlichtstreifzüge brachte er 1893 einen Tripper als Souvenir mit nach Hause. Eine weitere Station seines frühen Lebens war im Oktober 1895 der Einstieg ins Studium der Geisteswissenschaften am Trinity College in der Universität von Cambridge. Hier war er wohl noch nicht ganz dem Wahnsinn anheimgefallen. Hier hatte er dann im Alter von 22 eine erste homosexuelle Beziehung mit einem Mitstudierenden, welche ihm eine europaweite Fahndung der Behörden wegen Unzucht mit jungen Männern einbrachte. Nichtsdestotrotz frequentierte er auch weiter fleißig die Körperdienstleisterinnen. Ein weiteres Ergebnis seiner damaligen Eskapaden war die Syphilis. Ja, er sammelte fleißig Geschlechtskrankheiten. Das nicht gerade kleine Vermögen von mehr als 40.000 Pfund
Seines Vaters erbte er im zarten Alter von 21 Jahren. Dies ermöglichte es ihm, sich von seiner Familie zu emanzipieren und auch seine vielen Reisen und Expeditionen damit zu finanzieren. Seine Leidenschaft für die Berge entwickelte sich, nachdem er den Bergsteiger Oskar Eckstein kennenlernte. Zu dieser Zeit war er jährlich in den Alpen und erkletterte 1895 im Alleingang den Eiger. Seine erste Gedichtsammlung mit dem Namen Axel Dahmer stammte auch aus dieser Zeit, da war er gerade 23 Jahre alt. 23, ihr wisst schon. Seine späteren Titel wie Antichrist und Das Biest hatte er seiner religiösen Mutter zu verdanken, die mit allerhand Beschimpfungen auf seine sexuellen Eskapaden reagierte. Im selben Jahr brach er das Studium ohne Abschluss ab und wandte sich in der Silvesternacht 1896 endgültig dem Satanismus zu. Er verprasste das Erbe des Vaters recht zügig, sodass er 1914 kaum noch etwas davon übrig hatte. Die Lektüre des Buches Of Black Magic and Pacts von Arthur Edward White eröffnete ihm dann den Einstieg in die Welt der Finsternis und er begann eine Korrespondenz mit dem Autor. Die erste magische Geheimgesellschaft, bei der er am 8.10.1898 Mitglied wurde, war der sogenannte Hermetic Order of the Dawn. Hier durchlief er schnell die ersten Grade, allerdings wurde ihm der weitere Aufstieg in den fünften Grad aufgrund seiner homosexuellen Eskapaden verwehrt und er verließ bereits 1900 diese Geheimgesellschaft wieder. Kurz danach löste diese sich auf. Ihm blieb aus dieser Zeit ein erotischer Gedichteband, den er verfasst hatte, sowie das Experimentieren mit Drogen wie Opium, Kokain, Morphin, Ether oder Chloroform. Drogen sollten von nun an sein ständiger Begleiter sein. Jeder Topf findet einen Deckel. So traf Crawley am 11. August 1903 die verwitwete Rose Edith Kelly. Die beiden heirateten nur einen Tag, nachdem sie sich kennenlernten, und begaben sich auf eine Hochzeitsreise, die 7 Monate andauern sollte. Dabei machten sie unter anderem in Paris, Neapel, Kairo sowie Ceylon Halt. Ob Rose da bereits wusste, dass die Ehe für sie im Wahnsinn enden würde? Während der Hochzeitsreise Anfang 1904 in Kairo führte Crawley gemeinsam mit ihr diverse Rituale durch. Unter anderem versetzte er sie am 18. März in Trance. Daraufhin forderte Rose ihn auf, einen Gott anzurufen. Wie sich herausstellte, war sie der Meinung, es würde sich um Horus handeln. Rose, die sich noch nie mit der ägyptischen Kultur oder Geschichte auseinandergesetzt hatte, steuerte in einem Museum zielsicher auf das Exponat mit der Nummer 666 zu, die Stele des Anchephenos, die sich heute im ägyptischen Nationalmuseum befindet. Die Abbildung zeigt den Gott Horus. Crawley hatte sie in das Museum gebracht, um die Aussagen ihrer Trance zu bestätigen. Er sah die Zahl des Exponates 666 als Omen dafür an, da diese Zahl für ihn bereits seit frühester Jugend eine große Bedeutung hatte. Später teilte Rose ihm mit, die Channelings seien nicht direkt von Horus, sondern vom Götterboten Avivas gesendet worden. Rose befahl ihm außerdem, sich am 7.4.1904 drei Tage nacheinander um 12 Uhr bereit zu halten, um eine Offenbarung zu empfangen. Hierbei soll er das Book of Law per Diktat niedergeschrieben haben. Es wurde wie so oft eine neue Ära verkündet, in der die Menschen die Göttlichkeit erreichen können durch direkte Verschmelzung mit den Göttern. Das Book of Law bildete dann später auch die Grundlage für Alistairs Thelema-Religion. Übrigens, er soll auch Kontakt mit L. Ron Hubbard gehabt haben, noch ein Autor, der seine eigene Religion erfunden hat. Na, was ein Zufall. Ach, und nicht zu vergessen, Kontakt mit Außerirdischen soll er wohl auch gehabt haben. Hier haben sich die zwei Richtigen gefunden. Im Jahre 1916 dann begann Alistair mit der missionarischen Arbeit und der Verbreitung seiner neuen Religion. Ein zentraler Punkt dieses Glaubens ist, dass es weder Platz für Demokratie noch für den normalen Menschen gibt. Krieg ist erstrebenswert, Mitleid dagegen nicht gerne gesehen. Da er ja nur Empfänger dieser Lehre ist, verkündet er immer wieder, dass das ja nicht zwingend mit seinen eigenen Ansichten korrespondiert. Na sicher, Lisbeth. Zu allem Überfluss findet er in diesem Werk auch noch die Rechtfertigung für seine Sexualpraktiken, die er als Magie anpreist. Nach Crawley
soll es auch nur eine Regel geben. Tue, was immer du willst. Natürlich ohne Rücksicht auf Verluste. Aus der Ehe mit Rose gingen zwei Töchter hervor. Die erste starb 1906 in Rangoon an Typhus. Die zweite Tochter, geboren 1907, Lola Zaza, sollte ihre Eltern überleben. Die Ehe des Albtraumpaares wurde 1909 geschieden. Wie bereits erwähnt, endete der Lebensweg von Rose 1912 mit der Einweisung in eine Nervenheilanstalt. Diagnose: geistige Umnachtung. Von ihrem alten Ich war nichts mehr übrig. Vermutlich war dies eine Folge des exzessiven Drogenkonsums. Es geht skurril weiter. Werfen wir einen Blick auf seine weitere Reise durch die Geheimgesellschaften. Von sich selbst begeistert, gründete er 1907 die Geheimgesellschaft Astrum Agentum, den Orden des Silbernen Sterns. Bei der Ausgestaltung bediente er sich großzügig beim Goldenen Dorn. Auch die Rituale der Goldenen Morgenröte veröffentlichte er im Rahmen der Zeitschrift The Equinox. Eine Verbindung zu den Freimaurern etablierte sich ab ca. 1910, als er Theodor Royce kennenlernte. Er war Gründer des OTO und Crawley sollte den englischen Ableger aufbauen. Auch lehrte er Alistair die Sexualmagie. Für eben diese sollte der Orden OTO noch eine traurige Berühmtheit erlangen. Im Rahmen seiner Mitgliedschaft begann er 1914 damit, die Sexualmagie an seinem Freund Viktor Neuburg zu erproben. Ziel war es, Merkur und Jupiter anzurufen und Geld aus dem Nichts herbeizuzaubern. Das Erbe war ja schließlich fast verprasst. Zu diesem Zeitpunkt war er vermutlich, also Alistair, bereits geistig mehr als ramponiert. So beendete sein Freund Neuburg im gleichen Jahr die Beziehung, auch weil die Sexualfolter ihn mehr als nur mitgenommen hatte und er nichts mehr mit Alistair zu schaffen haben wollte. Die Welt stand vor dem Abgrund des Ersten Weltkrieges und Alistair wollte sich in die Dienste des britischen Geheimdienstes stellen. Hier hatte man jedoch kein Interesse an seinen Diensten. Das Ergebnis war eine anti-britische Haltung, die sich in diversen Zeitungsartikeln ausdrückte. Daraufhin wurde 1917 der Hauptsitz des OTO-Ordens in London von den Behörden durchsucht. Andere Quellen nach war er doch mit dem Vorgänger des MI6 im Bunde. Sein Gehabe soll nur Tarnung gewesen sein. Im Zweiten Weltkrieg wurde er von Zeitzeugen eher als energischer englischer Patriot beschrieben. Es folgten Versuche, sich noch besser und tiefer innerhalb der okkulten Szene zu vernetzen, als auch weitere Liebschaften und Affären, welche allesamt an den Sexpraktiken und Ritualen scheiterten. Ein weiterer prägnanter Lebensabschnitt von Alistair begann wohl damit, als er die Lehrerin Lea Hirsig für sich begeistern konnte. Die Frucht ihrer beiden Lenden war die Tochter Anna Lea. Zusammen mit seiner neuen Sippe verschlug es ihn dann 1919 nach Cefalù auf Sizilien. Hier gründete er die Abtei Tekena. Was von diesem Tempel übrig ist, seht ihr hier. Der Durchbruch zum Sektenguru war also geschafft. Er verlangte von seinen Anhängern absolutes Gehorsam und sexuelle Verfügbarkeit. Wie weit dieser Gehorsam gediegen war, sieht man beispielsweise daran, dass er seine Frau Lea dazu gebracht haben soll, vor Publikum mit einem Ziegenbock den Geschlechtsakt auszuüben. Rückblickend kann man davon ausgehen, dass aufgrund dieses verqueren Glaubens auch vor Kinderschändung und Opferungen nicht Halt gemacht wurde. So erreichte die kleine Anna nicht einmal ihren ersten Geburtstag, vermutlich rituelle Kindstötung. Mindestens ein weiteres menschliches Opfer dieser Praktiken ist bekannt. Von Tieropferungen brauchen wir nicht erst reden, diese waren ebenso wie das Trinken von Tierblut an der Tagesordnung. Zum Thema Opferungen lassen wir diesen finsteren Fiesling am besten selber sprechen. Für die höchste spirituelle Arbeit muss man dementsprechend das Opfer wählen, das die größte und reinste Kraft in sich birgt. Ein männliches Kind von vollkommener Unschuld und hoher Intelligenz ist das befriedigendste und geeignetste Opfer. Zu dieser Zeit schrieb er auch das Buch Diary of a Drug Friend, in dem er zum hemmungslosen Drogenkonsum aufrief. Er selbst war bereits bei einer Dosis von 3 Gramm Heroin am Tag angekommen. Der Schrecken auf Sizilien hatte erst ein Ende, als Crawley am 23. April 1923 des Landes verwiesen wurde.
Dies geschah, da die Faschisten in Italien an die Macht gekommen waren und einen Groll gegen Geheimgesellschaften hegten. Es war kein gutes Jahr für Crowley. Im selben Jahr verstarb auch der ehemalige Leiter des OTO, der schon zuvor seine Ämter niedergelegt hatte und die Leitung in Crowleys Hände legte. Allerdings weigerte sich ein Teil des Ordens, dies anzuerkennen. Auch endete in diesem Jahr die Beziehung zu Lea Hörsching. Die ehemalige Lehrerin blieb ihm jedoch weiterhin gewogen. Die deutsche Rosenkreuzbewegung, von der auch OTO ein Teil war, veranstaltete im Sommer 1925 eine Konferenz, auf der eine neue Führung bzw. Leitung ernannt werden sollte. Bescheiden wie Alistair war, sah er sich nur als den Retter der Menschheit und Verkünder einer neuen Religion. Im allen Ernst, er sah sich als Weltenretter. Bei dieser Konferenz wollte er sich zum Weltheiland ausrufen lassen, da auch andere diese Pläne verfolgten, führte es zu einer Spaltung der Rosenkreuzbewegung. Dennoch erhielt Crowley die Ermächtigung als Weltlehrer und den Ordensnamen Bruder Baphomet. Dieser Schritt sorgte für eine Machtverschiebung in den okkulten Kreisen zu Ungunsten der ehemaligen Führungspersönlichkeiten, wenn man diese Menschen so nennen mag. Heinrich Trenker, der ehemalige Leiter des OTO-Ordens, sah Crowley nun als Judas an und soll ab 1928 die Freimaurerlogen dazu aufgefordert haben, Crowley zu verhaften, falls er nochmal nach Deutschland einreisen würde. Er reiste wieder ein, aber wurde nicht verhaftet. Sich aus Deutschland heraus der Weltherrschaft zu bemächtigen, schlug leider fehl, da sich ein Jahrzehnt später auch ein Österreicher in Deutschland anschickte, das tausendjährige Reich zu errichten. Da hatte wohl noch jemand große Führungsambitionen. Doch auch die damaligen Führungspersönlichkeiten wie Hitler, Stalin oder die Briten sah Crowley nur als Vehikel an, um seine Telema-Weltreligion zu verbreiten. So versuchte er mit allen drei anzubändeln, scheiterte jedoch auf ganzer Linie. Zu bedenken geben möchte ich auch, dass es innerhalb der okkulten Geheimgesellschaften ernsthafte Rivalitäten gab. Die einen feierten Crowley, die anderen verachteten ihn. Ein Indiz, dass er doch vielleicht für den einen oder anderen Geheimdienst tätig war, ist auch die Ausweisung aus Frankreich am 17.03.1929, da es Spionagevorwürfe gab. Ein weiteres Land auf der Liste der Länder, wo er nicht mehr so gern gesehen war. Dass er im wahrsten Sinne des Wortes ein Talent besaß, seine sogenannten Scharlachfrauen um den Verstand zu bringen, sieht man auch an einer weiteren Begleiterin, nämlich Maria Theresa, die er im August 1929 in Leipzig ehelichte. Daraufhin bekam er die britische Staatsbürgerschaft und sie zogen im selben Monat nach Kent in ein Landhaus. 1930 folgte dann der Weg erneut zurück nach Deutschland, wo er seine sogenannten Kunstwerke ausstellen wollte. Er verliebte sich in die blutjunge 19-jährige Künstlerin Hanni Jäger. Sie nahm er mit nach England und seine noch Ehefrau Maria Therese ließ er in Deutschland zurück. Für sie folgte dann danach der Weg in die Klapse. Mit Hanni reiste er dann nach Lissabon, wo sie sich jedoch umgehend von ihm trennte. Na, wollte sie die Spielerei nicht mitspielen? Was macht der gescheiterte Satanist in diesem Fall? Klar, er inszeniert mit der Hilfe eines Freundes seine Selbsttötung. Möglicherweise, um damit in die Rolle eines okkulten Beraters für Hitler zu schlüpfen. Anmerkung: Mir selbst erschließt sich dieser Zusammenhang beim besten Willen nicht. Mal ehrlich, vorgetäuschter Suizid als gute Voraussetzung, um Werbung für sich zu machen? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Weiter zum Thema. Erneut kehrte er dann nach Deutschland zurück und verweilte dort eine Weile. Bei einem Spaziergang am 3. August 1931 lernte er dann die damals 36-jährige Bertha Busch kennen. Seine nächste scharlachrote Frau war gefunden. Er weihte sie zur größten Hure des Tieres 666 und missbrauchte sie nach Strich und Faden. Im Rahmen einer öffentlichen Auseinandersetzung trümmerte Alistair sie auf offener Straße zusammen. Ein SA-Trupp war zur Stelle und versohlte ihm den Arsch. Welch zuckersüße Ironie, könnte man meinen. Als er 1932 dann final nach England zurückkehrte, war er ein Drogenwrack. Er sollte England nicht mehr verlassen. Finanziell kam er auch nicht mehr auf die Beine, obwohl er weiter Schriften veröffentlichte und lebte so notgedrungen von den Zuwendungen seiner Schüler.
Es kam auch noch zu einem Gerichtsprozess, in dem er eine alte Freundin wegen übler Nachrede angeklagt hatte. Hier ging es um Vorwürfe in der Abtei Telemea auf Sizilien. Auch dieser Prozess reiht sich in die Reihe der vielen Misserfolge ein, da er letzten Endes selbst zum Täter wurde. Er hatte Briefe gestohlen, mit der er seine Freundin belasten wollte. Es folgte eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt war. 1935 kam neben dem geistigen auch der finale finanzielle Bankrott. Er war offiziell pleite. Doch er war nicht tatenlos. So entwickelte er 1937 mit einer weiteren Freundin das sogenannte Tut-Tarot. Dies ist das bis heute am meisten verwendete Tarot-Deck. Eines seiner letzten Werke ist das bis heute von allen ODO-Gruppen vertretene und anerkannte Libre Odds, die telemetrische Erklärung der Menschenrechte. Doch auch diese Erklärung der Menschenrechte läuft im Grunde nur darauf hinaus, dass jeder tun kann, was er will, ein Ausdruck des absoluten Verlangens nach absoluter Freiheit. Wenn ich mir seine jungen Jahre zurück ins Gedächtnis rufe, verwundert mich diese Haltung keineswegs. Bevor er am 1. Dezember 1947 in einer Pension in Hastings in England sein Ende fand, waren seine letzten Worte: I'm perplexed. Ich bin verwirrt. Ich würde vermuten, dass dies eine Folge des jahrelangen und hemmungslosen, ausschweifenden Drogenkonsums war. Aber wer weiß, vielleicht hatte er auch das heilige Licht gesehen, welches er so sehr verabscheute. Soweit der Lebensweg dieses finsteren Schergen. Auf die genauen Praktiken und Rituale, die er ausführte, möchte ich an dieser Stelle nicht im Einzelnen eingehen, da ich mich nicht mit dem Schlucken jeglicher Körperflüssigkeiten als auch mit dem Speisen von Exkrementen auseinandersetzen möchte. Das ist einfach nur ekelhaft. Die Hippie-Bewegung mit dem einhergehenden Drogenkonsum, der freien Liebe und den spirituellen Themen verhalf Alistair posthum zu einer gewissen Popularität. Ein weiterer Grund hierfür sind vermutlich auch seine mit sexuellen Praktiken vollgestopften Werke. Die Verehrung dieses Widerlings geht so weit, dass es im Jahre 2002 eine Liste mit den wichtigsten Briten gab. Hier schaffte er es sogar auf Platz 73. Auch im Filmgeschäft sowie in der Musikbranche wird Aleister Crowley immer wieder zum Thema gemacht, meistens in Bezug auf seine oberste Regel: Tue, was immer du willst. Ich habe dabei so das Gefühl, dass man hierbei die Folterungen, die widerwärtigen Sexpraktiken, die Menschenopfer als auch den Kindesmissbrauch wissentlich ignoriert. Ich bin nach meinen Recherchen zu diesem Beitrag einfach nur schockiert. Schließen möchte ich den Bericht mit einem seiner wohl bekanntesten Zitate: The law of the strong, this is our law, and the joy of the world. Und nun bedenkt, wenn es bereits vor über 100 Jahren zu solch widerwärtigen Ausschweifungen der Eliten kam, was denkt ihr, welche Schrecken verbergen sich wohl in den Schatten des heutigen Weltgeschehens? Falls euch dieser Beitrag gefallen hat, lasst mir bitte einen Kommentar zurück. Ich freue mich, mit euch ins Gespräch zu kommen. Auch über ein Like oder Dislike würde ich mich freuen. Wenn euch der Kanal gefällt und ihr euch für die düsteren Abgründe der Menschheit als auch für eine kritische Auseinandersetzung mit den Wundern der modernen Technologie interessiert, würde ich mich auch freuen, wenn ihr euer Aufnahmeritual für den Kreise der Interessierten ablegt, indem ihr den Abo-Button drückt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.